Seid gegrüßt, meine lieben, tapferen Freunde und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht. Für dieses Aero-Kram-Scale-Dingeskirchens brauchen wir Gelsäcke. Und diese Gelsäcke... Erstmal brauchen wir jetzt hier noch einen Schrank, ne? Für Magnetit. Diese Gelsäcke finden wir bei der Insel, bei der wir schon mal waren, unterhalb dieser Insel. Da sollen so große Zapfen sein und dann diese... Gelsäcke. Na gut, hängen wir jetzt erstmal noch einen Schrank dran. Hier so. Nochmal mit Erz. Magnetit oder so, ne? Nee, so nicht. Tit. Auch nicht. Ist egal. Schreiben wir gleich nochmal neu. Magnetit, wie wird das geschrieben? Magnetit. Doch. Ja, nur gut. Quarz haben wir ein bisschen. Ein Vanish. Das lassen wir natürlich auch hier. Und wir haben ein bisschen Hauch Titan. Aber wir haben ja noch Titan hier, ne? Ja, Titan haben wir jetzt ordentlich. Sehr gut. Der ist bei 29%. Okay, wartet mal. Der Segler ist bei 29%. Das ist nicht viel. E. Ach Quatsch, R. Hä? So. Ich kann auch auf 1 einfach drücken, ne? So. Und dann auf R. Und dann wechseln wir nämlich nochmal die Batterie aus. So, ist wieder wie neu. Dann können wir die mal rausnehmen und die mal reinpacken. Ich weiß gar nicht, ob das begrenzt ist von der Zahl an Ladungen, die wir da haben. Wir sollten uns nochmal Wasser mitnehmen. Aber Leute, Wasser wird langsam echt knapp, ne? Wasser wird echt knapp. Wir haben noch 2 Wasser, die nehmen wir uns auch mit. Und dann machen wir uns auf den Weg mit der Seemotte, ne? Klar, mit der Seemotte. Seemotte ist da. Die sollte so gut wie neu sein. Wir können vorher nochmal ein paar Wassermelonen essen. Damit wir vernünftig satt sind, ne? So, Wassermelonen paar. Okay, wir sind voll. Perfekto. Genauso soll es sein. Jetzt nur noch mal ganz kurz das Messer bemühen für die Samen, für die Setzlinge. Machen wir hier noch mal einmal, ach Mist, einmal, zweimal. Und wir sollten dann auch einen Außenbeetkasten machen, wo wir die reinsetzen, ne? Wo wir die, wenn wir diese, ja, diese Pilze, beziehungsweise diese, Dinger, die wir da suchen, wenn wir die gefunden haben, ist ja nicht so schwer. Dann sollten wir uns auf jeden Fall auch, eine Meldung haben wir ja auch noch, dann sollten wir uns auf jeden Fall einen Außenbeetkasten machen. Wir fahren erstmal los. Wir fahren erstmal los. Voll soll es ja sein. Mein Gott. Da will man so cool starten und dann sowas, ne? Ja. All Systems Online. Wir sollten die Karre wahrscheinlich vorher nochmal reparieren, ne? Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Denn die ist schon wieder angeschlagen und wie ich uns kenne, wird sie das auch noch, werden wir noch einige Schäden verursachen. So, okay, jetzt können wir mal los. Jetzt werden wir uns mal kurz orientieren. Da müsste die Aurora sein. Und da hinten ist die Insel. Die Insel. Ich glaube, zu der müssen wir, ne? Es gibt ja zwei. Einmal die hier, die etwas näher ran ist. Und dann gibt es die da ganz hinten. Aber ich glaube, wir müssen zu der hier. Richtung Südwesten? Ist es richtig? Naja, fahren wir erstmal los. Fahren wir erstmal los. Aufnahme läuft, das ist sehr schön. Ihr seid alle da, sitzt vor euren Empfangsgeräten. Das ist auch sehr schön. Am Spielebuffet, ne? Die Messer und Gabel schon in der Hand. Und ich weiß gar nicht, wie weit es jetzt mit dem Spielebuffet schon gereift ist. Denn, wie ihr wisst, produziere ich hier ordentlich vor. Damit ihr auch schön was zu gucken habt, ne? Das war ja wichtig. Oder, da ist die Insel, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist ja wichtig. Weil die andere ist, glaube ich... Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, das ist... Die richtige Insel. Hoffe ich doch zumindest mal. Ja. Die gefluteten Eiländer. Das geflutete Eiland.
Und da fahren wir jetzt hin. Floating Islands auch genannt, das Ganze. Und hier wurde mir dann gesagt, soll ich einfach gerade runtertauchen. Also hier dann einfach irgendwo hier unten muss das sein. Dann tauchen wir doch einfach mal runter. Ist schon ziemlich tief. Okay. Hier geht's ganz schön weit runter, aber da sind diese Bälle. Hier sind auch welche. Hier sind diese Bälle, genau. So, und hier irgendwo, ich glaube, wir haben schon einen gefunden. Ich glaube, wir haben schon einen gefunden. Da ist er, ein Gelsack. Ich steck mal aus. Den können wir jetzt einsammeln, wir könnten aber auch das hier machen. Ich sollte ihn erstmal scannen vielleicht, ne? Das wäre total schlau. Scanner. Okay. Dann werden wir uns da gleich ein paar Samen rausmachen. Und den natürlich auch mitnehmen. Jetzt sollten wir Gelsamen, jetzt sollten wir, ja genau, wir haben jetzt, hiervon haben wir jetzt einige Samen und wir haben einen Gelsack, sehr gut. Dann können wir uns die auch anpflanzen, ne? Was haben wir denn hier? Oh, wir haben hier einen Rubin. Ja, auch die kommen hier wohl vor. Und Quarz, sehr gut. Ist das gar nicht. Fahren wir mal lieber ein bisschen mit der Motte noch umher. Bisschen mit der Motte noch umherfahren. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Gelsack. Und vielleicht auch den einen oder anderen Rubin. Oh wei. Da ist der Typ. Das sind zwei von den Kerlen. Das ist nicht gut. Hier haben wir noch einen Rubin. Was haben wir hier? Blei, auch immer gut. Nehmen wir alles mit, ne? Vielleicht sind wir jetzt hier sogar schon zu weit entfernt von dem allen. Ich würde eher nochmal nach hier fahren. Und hier nochmal gucken. Da oben ist nämlich noch einer. Den nehmen wir auch mit. Dann haben wir gleich welche. Einsammeln. Da können wir dann gleich Aerogel machen, wenn wir da zu Hause sind. Was haben wir hier? Da ist noch einer. Und der Fisch da, den haben wir, glaube ich, schon gescannt. Der da, ne? Können wir einen von mitnehmen. Für unser Aquarium. Ja, ich weiß, wir haben eigentlich keine Zeit und keinen Platz. Und da habt ihr recht. habt ihr recht. Das ist noch ein Rubin. Ich werde mal Wasser trinken. Ja, perfekt. Also bei 80% Wasser trinken ist eigentlich perfekt. Rubinen nehmen wir mit. Die werden wir, glaube ich, auch brauchen, um das Aerogel herzustellen. Wie praktisch, dass hier beides vorkommt, ne? Einmal die Gelsäcke selber. Und auch gleich das passende Pendant dazu. Da hinten ist noch so ein Berg, da fahren wir mal rüber. Also das passende Element dazu, nämlich diese... die Rubine, die man auch braucht. Naja, siehste. In den Kreaturenbehälter, da werden wir dann sowas reinmachen. Okay, aber hier sind keine zum Beispiel, ne? Aber wir werden uns zu Hause einfach einen Außenbeetkasten anlegen. Das Ding habe ich auch noch nicht gesehen. Sollte man ja immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, so fremde Pflanzen. Die können auch... Membranbaum? Da würde ich auch gerne ein paar Samen von haben. Inventar voll. Na super. Oh, musst du mich so erschrecken? Mann. Membranbaum. Ja, interessant hier auf jeden Fall. Wir tauchen mal wieder auf. Und dann werden wir uns wieder auf den Heimweg machen. Fischschwarm ausweichen.
Und ich glaube, da oben sind dann aber die, ja genau, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen nämlich nach da im Grunde. Da sind wieder die überfluteten Inseln, auf denen waren wir ja schon. Die Lithium-Inseln, ne? Da wollen wir aber nochmal hin, weil da waren noch ganz viele Gänge, die wir noch untersuchen müssen. Allerdings sollten wir uns da wahrscheinlich dann irgendwie mal sehen, dass wir ein Zusatzmodul irgendwie für die Seemotte haben. Dass wir da ein bisschen besser mehr unterbringen können. Oder wir fahren dann später, wenn wir die Zyklope haben, die große, diese, den großen Kasten, dann fahren wir dann hin. Dann können wir da alles vollpacken mit Lithium und dann wieder zurück zur Basis bringen. Aber auf unserer Basis ist ja auch nur unser Platz begrenzt. Wir werden mal schauen, ne? Ich gucke jetzt gar nicht groß rechts und links. Das Einzige, wo wir mal Ausschau nachhalten könnten, wäre nach Vrax noch. Hier unten sind aber auch noch diese Blasen. Dinger. Da ist noch ein Vulkan. Krass. Krass, haben wir diese Blasen eigentlich schon gescannt? Scannen können wir ja immer, ne? Scannen können wir eigentlich immer. Ich guck, wie warm das hier ist. Ah. Ein Leuchtglobus. Können wir da auch Proben von nehmen? Ne, anscheinend nicht. Gegen so große gasförmige Behälter zu kloppen ist auch manchmal gar nicht so lustig. Also gar nicht so sinnvoll. Hätte genauso gut sein können, dass das Ding jetzt einfach in die Luft fliegt und uns mit in den Tod reißt. Ja, ich habe den Stein an der Seite gesehen. Aber das Dumme ist, wir sind inventarmäßig schon wieder so voll, dass wir ja jetzt erstmal nach Hause müssen. Ich wollte halt nur gleich gucken, ob wir eventuell noch irgendein... Das ist eine Höhle. Ach, hör doch auf. Dass wir eventuell noch einen... Da ist ein Stalker. Ein Wrack finden. Das war das Wort. Wrack war das Wort. Aber es sieht hier eher schlecht aus. Das ist kein Wrack, das ist unsere Station, Leute. Sagt doch nicht Wrack zu unserer Station. Können wir mal hier anlegen. Mit der Seemotte. Ja. Aussteigen. Sind wir direkt zu Hause. Zack, an Bord. Und ich würde mir jetzt gerne noch, wenn wir schon mal hier sind, so einen Kasten machen. So einen Außenkasten. Das war, glaube ich, hier. Dafür brauchen wir zwei Titanen, die wir jetzt nicht dabei haben. Okay, gehen wir mal kurz durch. Ja, ja, Notsignal. Werden wir uns drum kümmern. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir... warte mal. Wir haben Rubine. Die packen wir erstmal hier rein. Die werden wir gleich wieder brauchen. Dann nehmen wir sie uns wieder. Und hier ist Blei. Warum ist Blei hier drin? Ach so. Ja, ist ja richtig. Andersrum war es falsch, ne? Hahaha. Kristalle. Das sind nicht so viele. Blei, ey, Blei, Blei, Blei ist hier. Oh, seht ihr? Wir haben eigentlich immer zu wenig Blei. Das ist echt schlimm. Dann haben wir hier zwei, ach, die sollten ins Aquarium, ne? Die sollten wir vielleicht gleich ins Aquarium packen, solange die noch leben. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die gleich ins Aquarium packen. Oh, Leiter benutzen. Oh, das geht so schnell. Man klettert hier so schnell die Leiter hoch. Aquarium dekonstruieren? Nein. Benutzen. 1, 2. Oh, guck mal. Ist das nicht cool? Vermehren die sich jetzt auch in dem Aquarium? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fühlen sie sich anscheinend ja doch ein bisschen wohl. Und leuchten, das ist das Geniale. Genau wie unser, wie unser Seegleiter. So, wieder runter. Weil wir hatten ja nichts, was hier oben noch irgendwo hin muss, ne? Wir haben halt die Dinger. Da brauchen wir einen Außenkasten für. Das sollten wir auch schnell machen. Ehe die uns weggammeln. Dafür brauchen wir Titan. Das hätten wir uns natürlich gleich mitnehmen können. Ja, ja, ja. Aber ich renne halt hier so gern die Gänge entlang. Ist auch gut gegen Thrombose, ne? Nicht, dass ich hier noch irgendwann total einroste. Und in dem Moment, wo ich durch die Gegend renne, bin ich ja auch fit, ne? Machen wir also einen Außenkasten. Lololo. Schön dahin. Da kann, hell genug ist es hier. Die wachsen ja eigentlich in großer Tiefe. Die brauchen also gar kein Licht höchstwahrscheinlich. Und hier wachsen ja sowieso schon mal unsere... Oh, guck mal. Die sind schon richtig groß geworden. Da würde ich doch sagen,
Wir haben vor dem Fenster haben wir so einen Brutkasten stehen. Da machen wir jetzt noch einen. Da. Außen Brutkasten vor allen Dingen. Den bauen wir jetzt hier hin. Hier so. Könnt ihr auch gerade hinstellen, ne? Wenn euch das lieber ist. Aber ich finde, wenn die so ein bisschen rumgehen, ist eigentlich schöner. So. Ach du Scheiße. Hui. Ja, gut, dass wir hier gleich einen Einstieg haben. Gleich drauf geachtet. Überhaupt nicht drauf geachtet. So, Quatsch. Was haben wir jetzt gemacht? Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich will nichts dekonstruieren. Wir müssen hier noch einen Scheinwerfer hinstellen. Ich möchte den bestücken. Ich möchte den gerne bepflanzen, diesen... Ja. Alter. Jetzt. Dann setzen wir nämlich jetzt hier die Dinger mal ein. Können die schön wachsen. Das Ding... Nee. Das können wir hinter ins Aquarium packen. Außer das gammelt uns weg, aber ich sag mal, eher nicht, ne? Wir haben noch hier so Naturkasten. Na, Futter, Wasser, Natur. Da können wir noch den mit reinsetzen. Zack. Hinein, Onkel Otto. So, jetzt haben wir, hiervon haben wir ja Gelsäcke. Jetzt müssten wir ja eigentlich auch Aerogel herstellen können, oder? Fortgeschrittene Materialien. Aerogel. Wir brauchen Rubine. Gelsack und Rubin. Okay. Gelsack und Rubin. Kristalle? Quatsch. Kristalle? Eins, zwei. Rubine. Fortgeschrittene Materialien. Aerogel. Können wir gleich zwei von herstellen. So, sehr gut. Das haben wir. Und wir brauchen für unseren Wärmereaktor Wärmekraftwerk. Aerogel haben wir. Da können wir schon zwei bauen. Zwei Magnetit und fünfmal Titan. Fünfmal Titan. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Guck mal, wir hätten sogar noch mal einen Gelsack gehabt. Wollen wir da gleich Aerogel rausmachen? Ich glaube ja. Weil ich weiß nicht, wie lange die haltbar sind, die Dinger. So, das Gel, das ist ja hier... Weiß ich nicht, das ist irgendwie so wie, sieht aus wie eine Matte. Gel-Tafel eher. Das kann ja nicht mehr gammeln dann, ne? So, Titan haben wir und das andere war Magnetit, ne? Nein, ich will das Ding nicht hier drin bauen. Und zweimal Magnetit. Okay. Magnetit haben wir ja hier hinten. Eins, zwei. Jetzt sollten wir das Ding bauen können, eigentlich. Wir sollten das Ding bauen können. Da hinten ist ja irgendwo der Vulkan, ne? Ist natürlich gerade jetzt dunkel. War eine Taschenlampe dabei. Und wir sollten uns aber auch die Konstruktions... Jetzt habe ich die weggeschmissen. Mal wieder, ey. Wie oft habe ich die schon weggeschmissen? Wo sind die jetzt hingefallen? Da. Arg. Nimm sie auf. Auftauchen. Ja. Ist ja gut. So, jetzt haben wir hier die Taschenlampe und das das ist der Scanner. Konstruktionswerkzeug. So, der Vulkan. Der Vulkan? Der ist doch hier irgendwo in der Nähe. Da ist er doch. Das Problem ist, wir kommen an den Vulkan nicht sehr nah ran. Wir haben hier die Station. Alter. Habe ich meine...
Maske nicht auf oder was? Ich habe hier nur 45% Sauerstoff. Kreis. Ah, Leute, ich hatte die ganze Zeit die Sauerstoffflasche gar nicht angelegt, weil ich die ja umbauen wollte. Ich wundere mich, warum ich hier bald drauf gehe. Mann, Mann, Mann. Okay, wir müssen hinten aus unserer Wohnung raus sozusagen. Ich will noch mal ganz kurz was essen. Ja, ich weiß, ich mache euch wahnsinnig, ne? Was essen? Sind die schon reif? Aufpassen, nicht das Titan aufessen. Das kann ganz schnell passieren, darf aber nicht. Ach, immer derselbe Fehler, ne? Immer derselbe Fehler. So, wieder neu angepflanzt. Rest kommt wieder in die Naturbox. Quatsch, in die Pflanzenbox. Die jetzt auch voll ist. So, jetzt sind wir gut gesättigt und auch gut dabei. Ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe ein bisschen Bammel, dass wir uns da die Nase verbrennen. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt einfach durch. Jetzt ist es auch hell. Wir werden uns auf jeden Fall die Nase verbrennen. Wir wollen bauen das Ding hier. Und zwar möglichst weit unten hin. Hui. Wie wär's denn hier? Hier so hin? Boah. Oh Gott. Ich verliere aber nicht viel Leben, ne? Hier so hin? Hier so hin? Boah. Hier geht's nicht. Er muss doch hier irgendwo hin. Das Teil. Ja. Ich passe schon auf mich auf. Nur jetzt kann ich gerade nicht rausschwimmen. Jetzt vielleicht hier. Das hier erstmal hinbauen. So, okay, 61 Grad haben wir. Hier ist also verdammt heiß. Und wir haben das Teil jetzt dahin gebaut. So, unsere Station ist ja hier hinten. Da steht es auch ganz gut. Ich tauche mal kurz auf. Boah, das war ganz schön warm. Guck mal, ich habe auch richtig Lebensenergie verloren. Wahrscheinlich müssten wir jetzt einen Energietransmitter bauen, ne? Den müssten wir uns hier irgendwo auf die Basis stellen. Ein Energietransmitter. Dann, warte mal, können wir ja hier. Energietransmitter. Dafür brauchen wir... Warte mal, nochmal weg. Gold und Titan. Gold haben wir ohne Ende. Und Titan ist auch nicht so das Problem. Gold haben wir auf jeden Fall da. Gold, Gold, Gold. Was habe ich jetzt hier noch überhaupt noch drin? Ich habe noch zweimal Aerogel. Na, ist also mal nicht so. Wir können jetzt noch mal 5-mal Titan mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na? Dann könnten wir noch mal Magnetit 2 mitnehmen. 1, 2 Magnetit. Und was war das dritte? Titan. 5-mal Titan, genau. Okay. Dann können wir noch einen zweiten bauen. Vorher sollte ich wahrscheinlich mal ein Medipack nehmen. Ich habe hier noch welche drin. Ist ja mal nicht so, ne? Eins nehmen wir uns auch wieder mit. Dann bauen wir nämlich noch einen zweiten. Von den Dingern. Wir wissen jetzt ja wo. Wir wissen auch, dass es weh tut, ne? Wissen wir auch. Nochmal so ein Wärmedings. Jetzt gerade der Ausbruch. Danach gehen wir direkt runter. Jetzt.
Kriegen wir hier noch einen zweiten daneben? Warte, hier. Nein. Lalalalalala. Grad. Sehr gut. Ganz guter Wirkungsgrad eigentlich. Oh Gott. Und jetzt bauen wir uns hier einen Energietransmitter erstmal auf unsere Basis. Ganz kurz auftauchen. Also der Vulkan ist gar nicht so schlimm. Man, es fühlt sich schlimmer an, als es ist. Energietransmitter. Hier hin. Hier so. Gold. Arg. Gold, Gold, Gold. Ich habe noch darüber geredet, als ich Magazin wollte ich schon sagen. Als ich in unser Lager gerannt bin, habe ich noch von Gold müssen wir unbedingt mitnehmen. Ark. Eins, zwei, drei, vier. Meinetwegen, ne? Ja. Und Titan ein bisschen noch. Lässt schon wieder etwas zu wünschen über unser Titanvorrat. Wir können sogar noch ein dritt... Also, alter Schwede, wir können Energietransmitter bauen. Also Wärmekraftwerke ohne Ende. Und das Gute ist, die würden unsere Station dann auch mit Energie versorgen, wenn es mal dunkel wird. So, wenn ich das Ding jetzt hier konstruiere. Bringt das gar nichts. Kuh. Wenn ich das Ding woanders hinstelle, zum Beispiel hier oben auf die Spitze. Ja, bringt das auch erstmal nichts. Dann noch ein Energietransmitter vielleicht auf die Basis oder was? Aber wohin? Hier an die Seite? Ja, oben drauf bringt ja wohl nichts, oder? Hier hin. Nee, das bringt gar nichts. Kuh. Ja, das ist immer ein bisschen frickelig mit den Energietransmittern. Das habe ich auch schon andererorts mal gesehen. Wenn wir hier oben eins hinstellen. Das müsste doch dann direkt zur Basis rüberreichen, oder? Hier so. Nee. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Energie von da unten hier abzapfen, ne? Von den... Okay, warte mal. Kuh. Ja, ich schwimme an die Oberfläche. Hopsa, da bin ich an der Oberfläche. Alles ist gut. So, warte, ich baue den nochmal ab. Wenn ich jetzt einen hinbaue. Hier so. Ah, der verbindet sich jetzt zumindest mit den unten, ne? Macht er nicht? Warum denn nicht? Aber der hat sich doch... Moment mal. Mal kurz auftauchen. Das ist ja witzig. Warum verbindet der sich denn nicht mit der Oberfläche? Hm. Er hat doch auch eben so einen Strahl angezeigt, oder? Hier, da. So, der ist verbunden. Und der... Verbindet der sich jetzt mit der Basis? Tatsache. Der hat sich jetzt mit der Basis verbunden. Aber der andere ist noch nicht verbunden, ne? Der ist noch nicht verbunden. Gucken wir erstmal. Aber einer läuft auf jeden Fall schon mal. Wir hatten vorher irgendwas bei 800 von unserer Energie.
Es müsste jetzt dementsprechend mehr geworden sein. Boah, 1075. Cool. Arbeiten die jetzt beide? Oder müssen wir da nochmal Energietransmitter zwischenstellen? Um die beiden nochmal zu verbinden. Wisst ihr? Beziehungsweise den zweiten auch nochmal zu verbinden. Ah, hier, guck mal. Dann können wir den theoretisch wieder wegreißen. Kuh. Und jetzt haben die beiden, gehen jetzt beide rüber zur Station. Sehr gut. 1075 hatten wir eben. Ja, ist ein bisschen warm da. Stellt sich da ein bisschen an, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. 1325 Energie. Das sollte erstmal reichen für die nächsten Vorhaben, die wir so vorhaben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit haben wir erstmal ordentlich Energie, um hier alles Mögliche noch zu bauen. Das freut mich gerade total. Und wir haben Aerogel. Das packen wir auf jeden Fall bei Technik mit rein. Das ist ja Technik, ne? Das ist Hightech sozusagen. Ja, ein bisschen Gold und ein bisschen sowas haben wir auch noch über. Das packen wir auch gleich mal um. Gold brauchen wir nicht mehr. Wir haben nur einen einzigen Transmitter an der richtigen Stelle bauen müssen, um das Ganze zu verbinden. Das ist total cool. Also wenn er das mal macht, einfach ein bisschen rumprobieren. Es klappt meistens nie beim ersten Mal tatsächlich, dass man das irgendwie konstruiert kriegt. Und wir wollen auf jeden Fall als nächstes noch die Modifikation... die Modifizierungsstation für die... warte mal, wo ist die? Den Automat, ja, ja, den Automat bauen wir auch. Und die Seemotten-Modifizierungsstation, wie geht das nochmal? Ist das ein Bauelement? Nee, haben wir die noch gar nicht? Ich dachte, die haben wir. Die Seemotten-Modifizierungsstation. Hatten wir da nicht irgendwie einen Bauplan für? Da müsste er ja hier mit drin sein, ne? So, wir haben hier allen möglichen Crews. Wir haben hier Außenscheinwerfer, die können wir dann auch nochmal anbauen. Da, Fahrzeugerweiterungskonsole. Das ist das Ding doch. Da brauchen wir ein Computership, einmal Kupferdraht und einmal... Okay, machen wir eben schnell noch. Das, so viel Zeit muss sein. Computership. Dafür brauchen wir, glaube ich, Tischkorallen und, ne, ihr wisst schon. Computership. Eine Tischkorallenproben, einmal Gold, einmal Kupferdraht. Also brauchen wir auf jeden Fall schon mal zweimal Kupferdraht, also vier Kupfer. 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Kupferdraht ist doch hier unten, Mensch. Einmal. Zweimal Kupferdraht. Dann war das einmal Gold. Einmal Gold und einmal Silber, ne? Quatsch. Nein, will ich nicht. Nein. Silber. Eine Tischkorallenprobe war es natürlich. Nicht Gold und Silber. Die Tischkorallenprobe. Aqua. Da, Tischkorallenprobe. 1, 2. Den Computership. So, Computership haben wir. Jetzt nochmal ganz kurz gucken. Wieder auf das Werkzeug. Wir haben alles da. Wir haben dreimal Titan, wir haben alles da. Batterie war voll, habt ihr gesehen? Wo bauen wir die mal hin? Die Fahrzeugerweiterungsstation für die Seemotte. Hier könnten wir die hinbauen. Warte mal, wie ist denn das? Ich würde fast sagen, wir bauen die hier hin. Können sie auch hier hinten hinbauen. Oder da drüben. Hier ist ja der Eingang, dann bauen wir sie hier hin. Hier bauen wir sie hin. Ihr werdet gleich sehen, das wird sich gleich ein bisschen verändern von der Konstruktion. Das sieht jetzt noch ein bisschen blöd aus. Aber guck mal. Nichts angedockt. Jetzt haben wir hier die Fahrzeugerweiterungsstation.
Und hier können wir jetzt Seemottenmodule herstellen. Zum Beispiel Seemotten-Torpedosystem, Seemotten-Solargerät. Wir können hier für die für den Krebs können wir schon einiges bauen. Tiefenmodul, Wärmereaktor, Sprungtriebwerk. Da können wir auch schon einiges machen. Und Wirbeltorpedo. Ui, ui. Was haben wir hier noch? Das ist hier universal nutzbar. Rumpfpanzerung. Maschinenmodifikation und ein Frachtmodul. Ein Frachtmodul können wir dann uns an die Seemotte noch bauen. Ich werde jetzt schon mal einklinkern. Oder wisst ihr was? 35 Minuten. Wir gehen pennen. Wir gehen schlafen und dann machen wir dann beim nächsten Mal. Hier ist alles schick. Hier außen müssen wir noch Scheinwerfer anbauen. Wir haben Energie ohne Ende durch das Wärmekraftwerk. Das ist sehr gut. Da brennt erstmal nichts an. Wir haben zwei Fische. Wir haben hier schon ein bisschen eingerichtet. Ach Mensch, ist doch alles wunderbar. Gute Nacht, meine lieben tapferen Freunde.